Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Ich bin jetzt ein bisschen raus, was das angeht, aber ich weiß noch irgendwie so, Sachen. Teleport, genau, Monster schrumpfen. So, und ich weiß, dass ich in dem Kampf hier gegen die dieses Monster schrumpfen musste, damit ich das angreifen kann. Da war irgendwas. Ja! So, und hoffen wir mal. Ja, das hat schon mal nicht geklappt. Ja, ne? Es kann ja schon mal wieder lustig werden hier. Die Frage ist halt, wie macht man es am sinnvollsten? Da man eh immer sterben wird, ich habe jetzt ein bisschen länger nicht mehr gespielt, Gothic, ne? Es ist ja die letzte Folge, war ja so, war jetzt schon 2-3 Monate her. Und dieses Spiel kann man ja nicht verstehen. Ich, das ist so ein Scheißspiel, ne? Also, ich verstehe halt wirklich nicht, wie man, jetzt weiß ich nicht, mit welcher Taste ich meine, B. So, nee, wie konnte ich denn jetzt die Konsole öffnen? Aha. Ja. Okay, weil das ist mir dann ganz im Ernst, ich will das Let's Play ja schaffen. Und, halt, um das zu schaffen, muss ich ja auch, so, erstmal die Goblin-Krieger töten. Jo. Eine Stufe gestiegen! So. Jetzt kommen die vier. Verstehe ich halt nicht, wie ich das machen soll. Ich werde halt immer wieder weggeschleudert. Alternativ bin ich halt schon. Alternativ bin ich halt schon mittendran, das bringt's mich. Auch nicht weiter. Alter, dass der mich auch mal wegschleudern muss. Ich meine, ich sterb halt nicht, ne? Ist mir ja egal, aber. Es ist halt trotzdem Abfuck ohne Ende. Die Winde klemmen. Natürlich klemmt die Winde. Es hätte mich ja auch jetzt ein bisschen gewundert, wenn es irgendwie geklappt hätte. Oh.
ich weiß nicht, wie ich den den Magieball oder so, wie das gehen sollte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Kann ich nicht einfach, So, der ist jetzt tot, ne? Perfekt. Ach, da ist nichts mehr zu holen. Ja, ich hoffe einfach so auf Gothic 2, ne? Das ist deutlich tausendmal besser. Gothic 3 sowieso. Also das ist halt wirklich die, ich weiß nicht, wie man so eine Steuerung halt wirklich ernsthaft entwickeln kann. So, Die Winde klemmt. Was ist hier? Aha, ein Höhlenpilz. Das ist ja zwei Höhlenpilze. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht ganz genau das, was ich brauche. Was ist das? Das ist gar nichts. Warte, aktuelle Mission. Was war das denn nochmal? Snarfs Rezept, ja, das ist unwichtig. Krautmonopol. Unwichtig. Ausbruchplan des neuen Lagers. Mein Entschluss steht fest, ich werde mich ins neue Lager begeben, um den Ausbruchsplan der Wassermagier zu unterstützen. Ach so, ja, da bin ich ja hier falsch. Was ist jetzt im neuen Lager? Frage ist, wie man da hinkommt. Die Frage ist auch nicht so leicht zu beantworten. Ich habe gerade verkackt. Denn ich sollte auch den Folgenzettel dabei haben, wenn ich hier aufnehme. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Folge ich bin, welchen Folgentitel die Folge hat. Quasi eigentlich gar nichts weiß ich dann. So. Genau. Zum neuen Lager. Weiterhin. Das ist. Weiß ich immer noch nicht, wo das genau ist. Das kann halt schon so überall sein. Ich versuche nochmal irgendwie. Nee. H. K. Ups. Das waren wohl irgendwelche Marvin-Mode-Dinger. L sind die Missionen. Ö, Q, E, R, T, U, Z, U, I, O, P. Okay, ich habe, glaube ich, keine Map. Da kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern, ob man eine Map hatte oder nicht. Das wäre auch zu schrecklich gewesen für Gothic 1. Damals kannte man noch keine Maps. Der Begriff Karte war den Entwicklern von Piranha Bytes nicht geläufig. Genauso wie der Begriff Steuerung. Das sind Fremdbegriffe. Das erkennt man auch an der guten Programmierung der Steuerung und des Spiels. Aber Texturen. Texturen hatten sie im Begriff.
Und Waldgeräusche, ne? Ich muss ja mal sagen, die Waldgeräusche hier in diesem Spiel, ich finde sie super. Ich finde diese Waldgeräusche echt super. Und das ist eigentlich nicht ironisch, jetzt hört man gerade gar nichts, aber normal in dem Wald zum Sumpflager, da hat man ja eigentlich immer eine gute Geräuschkulisse gehabt. Die ich jetzt gerade eher nicht habe. Nein. Konnte man denen nichts verkaufen? Tatsache. Ich dachte auch, das wäre ein Händler. Okay. Yo. Hallo? Manchmal. Das ist wie die Steuerung von beim Tauchen von GTA 5. Ich hab's gleich. So. So. Perfekt. Ausgebeutelt. Da, 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 ein bisschen schwimmen. Ach komm schon. Warum muss man so eine Zwickersteuerung machen? Ich werde es nicht verstehen. Wer auf diese Ideen kam. Vor allem, wenn du die. Es gibt ja Beispiele. Aus der Zeit, wo es besser klappte. Sagen wir das Beispiel Super Mario 64. Ne? Ich glaube, das Spiel ist noch mal deutlich älter als Gothic. Und so, und es wurde darüber hinaus auch noch an einer Konsole programmiert. Also nicht programmiert, an einer Konsole gespielt. Das heißt, man hatte einen Controller, nicht die Maus zur Verfügung. Die haben keine Triggersteuerung. Wo du dich halt so schon fragst, ja, die Rania Bytes, es ist halt schon ein scheiß Job von euch. Aber was soll man sagen, ne? So, ich bin aber auch auf der Suche nach einem neuen Lager. So, yo. Was sind das? Ach, ich dachte schon, es wären die Unsterblichkeitswarane. So. Ey, was soll das? Na, hallo? Was ist denn jetzt los? So, schon. Das ist leer. Schon besser. So, das hätten wir auch. Weiter geht's. Weiter geht es dorthin, wo ich nicht weiß, wo ich hin muss. Vielleicht hier. Ein Lurker. Na. Genau aus dem Grund spiele ich im God-Mode. Ich kann dem Ding einfach gerade keinen Schaden machen. Und, ach, ist das ein Scheiß. Genau deswegen schäme ich mich auch nicht, in dem God-Mode zu spielen, weil ganz im Ernst.
Das ist nicht die Schuld des Spielers. Das ist einfach wirklich die pure Schuld des Spiels. Dass es halt so scheiße ist. So. Perfekt, noch mehr Scavenger, das heißt noch mehr Fleisch, noch mehr Heilung. Ein Traum. Na. Jetzt kommen noch die paar Wölfe. Ja, mach doch so einen Hechtsprung. Yo. So. Puh. So. So, das und hier und die und das sind doch noch mehr. Das kann jetzt sein. Ich finde, was ich auch immer sehr interessant finde, muss ich ja sagen, die Tatsache, dass diese ganzen Monster, Tiere, wie auch immer, immer in friedlicher Koexistenz leben. Ne? Nie gibt's hier Beute, Jäger-Beute Schemata. Nie! Sind alle friedlich! Maulwurfsratte. Jo. Na, noch mehr Essen. Na, eine Seraphie. So, ich guck gerade, ob ich... Jetzt hört man die Geräuschkulisse übrigens ein bisschen. Ich finde die halt wirklich nicht schlecht. Die ist so ein bisschen realistisch hintergrundmäßig. Ja, entweder werden die in Spielen halt total übertrieben dargestellt oder halt gar nicht. Und hier finde ich es halt wirklich gelungen. Das haben sie eigentlich, ja doch, finde ich nicht scheiße gemacht. Tatsächlich. So, ausnahmsweise und so. Yo. Tot sind sie alle. Sie werden nie mehr von den Göttern wieder auferstehen. So, Noch mehr. Ich speichere mal zwischendurch. Lauf dann mal weiter. Da ist wieder ein Wolfchen. Da sehe ich noch ein paar Scavenger, die sterben müssen. Die haben leider ihre GZ-Gebühren nicht bezahlt. Nein, warte, nicht GZ, es ist ARD, ZDF, Deutschlandradio, Beitrag. Wenn ich mich nicht täusche, oder? ARD, ZDF, Deutschlandradio, doch die drei. Die der öffentlich-rechtlichen Anstalten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ich bin mir fast ziemlich sicher. Ja, eine AÖR. Eine bundesunmittelbare AÖR. Um hier ein bisschen ein bisschen Politik, beziehungsweise das ist ja eher Wirtschaft. Ist ja eine Geschäftsform quasi. Wie die Sparkassen zum Beispiel oder das Robert-Koch-Institut oder die Bundesdruckerei.
alles Anstalten öffentlichen Rechtes. Und da gibt es halt die bundesmittelbaren und halbmittelbaren, glaube ich. Also mit den mittelbaren bin ich mir nicht ganz sicher. Aber halt, dass es Anstalten öffentlichen Rechtes sind und dass die dann halt einen öffentlichen Träger haben und ja, sowas halt. Es ist jetzt keine Geschäftsform, die ich anstelle von einer UG oder einer GmbH wählen könnte, wenn ich zum Beispiel eine Existenzgründung mache, aber es ist eine mit ihrem Daseins mit ihrer Daseinsberechtigung, weil sie ein Auftrag des öffentlichen Interesses erfüllen. Gut, viele Leute, auch Neoliberale, sagen ja, das ist ja eine Marktverzerrung, muss man ja auch irgendwo zustimmen. Aber ich sehe es als eine nicht immersive Marktverzerrung an. Das heißt, so sehr in den Markt greifen tut da der Staat, beziehungsweise das sind ja eher die Kommunen oder die Landkreise, nicht in meinen Augen. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ja, genau, wir reden hier über Geschäftsform in einem Gothic-Let's Play. Es ist natürlich auch super. Das ist genau das Thema. Ich will erst die Seraph. Erst die Seraph. So. So. Da bist du tot, würde ich sagen, ne? Oh, und im Boden verschwunden. Aber ist dir jetzt so peinlich, dass du gestorben bist? Dass du im Boden versunken bist? Oder ist ja einfach nur Quicksand? So. Jetzt wird's dunkel. Aber hier ist ja auch irgendwie nichts. Deswegen. Können wir hier auch wieder raus, weil, ja, wenn da nichts ist, dann ist ja auch nichts für uns. Wo ist das neue Lager? Wo ist es? Ich kenne Gothic 1, ja, aber ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo das neue Lager ist. Hier geht's doch zum Sumpflager, oder? Ich bin nämlich nicht über die Brücke gegangen, jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber dieser Wasserfall kam mir halt schon sehr. Ja, das ist das Sumpflager da hinten. Na gut, dann sind wir hier falsch, ne? Würde ich sagen, mache ich einen Cut. Bis dahin und tschüss.